Ein Bett im Kornfeld, das ist immer frei, denn es ist Sommer. Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard. Schön, dass ihr auch heute hier wieder mit dabei seid. Ja, ein Bett im Kornfeld, ein Bett im Maisfeld würde besser passen. Im letzten Video, falls du das nicht gesehen hast, ich verlinke es dir oben in der Ecke, in der Infobox. Ja, habe ich von Waldbaden gesprochen und habe auch erzählt, dass wir so als Familie uns jetzt ein paar Tage auch aufmachen zum Waldbaden. Sprich, wir werden in der Natur unterwegs sein, im Wald schlafen. Mit dem Wald schlafen hat es heute Nacht, die erste Nacht, nicht geklappt. Sage ich dir gleich, warum. Wir sind hier in der Nähe von Kassel, in der Nähe vom Edersee, Zierenberg. Und wir wollen da den Habichtswaldsteigweg, so ähnlich oder wie auch immer. Wir müssen uns noch orientieren, heißt dieser Weg gehen. Und ja, wir sind gestern erst sehr, sehr spät hier angekommen, weil wir dann einfach zu Hause noch zu viel zu organisieren hatten und so irgendwie eins das andere noch ergeben hat. Und bis wir dann endlich loskamen und hier eben ankamen, es waren doch so, ja, 4 Stunden Fahrzeit von uns aus, vom Saarland aus, war es dann schon Abend und ja, es war irgendwann dann schon recht dunkel. Wir waren noch ein bisschen desorientiert hier und sind hier dann einfach außerhalb gefahren und haben quasi dann hier heute neben dem Maisfeld übernachtet. Und ja, es war eine spannende Erfahrung. Es war schön, diese totale Stille heute Nacht hier zu hören. Und heute Morgen dann vom ersten Vogelgezwitscher wach zu werden und ja, den neuen Tag zu begrüßen. Ich mache mal einen Schwenk hier, damit du mal siehst, wie schön es hier ist. Wo ich jetzt hier auch gerade stehe. Und ja, die meiste Frage, die mir so gestellt wurde, die letzten Tage, wenn ich so erzählt habe, wir werden bald eine spannende Erfahrung machen, wir werden fernab von der Zivilisation ein paar Tage im Wald und Feldflur und Wiese unterwegs sein. Wie ernährt ihr euch da? Also wir haben natürlich Proviant dabei. Für heute sind wir noch völlig versorgt. Wir wissen ja jetzt nicht, wann wir jetzt nochmal irgendwie in ein Dorf kommen und eine Möglichkeit haben einzukaufen. Für heute wird es noch frisch gepressten Saft geben, den ich uns gestern noch vorbereitet hatte, und zwar aus Möhren, Zitrone und Äpfeln. Und ja, heute wird es dann ansonsten einen Obsttag geben in erster Linie, denn wir haben noch Äpfel dabei, wir haben Johannisbeeren dabei, wir haben Erdbeeren dabei und ja, was haben wir noch dabei? Bananen natürlich. Und haben noch Tomaten dabei. Also das wird heute unsere Verpflegung sein. Wasser haben wir natürlich auch noch dabei, sodass wir da ja für heute noch bestens versorgt sind. Und ansonsten sind wir natürlich im Naturrestaurant Mutter Erde unterwegs. Wir werden uns von Wildkräutern ernähren. Bin gespannt, was uns da heute so alles an Wildkräutern begegnet. Und ja, was haben wir ansonsten noch im Gepäck? Ganz, ganz viele Trockenfrüchte und Nüsse. Und ein Päckchen Fünfkornflocken habe ich auch noch dabei. Das ist auch immer eine wunderbare Variante, um etwas Nahrhaftes dann einfach zu sich zu nehmen. Ja, und dann schauen wir mal. Ich nehme euch mit und zeige euch so ein bisschen die Umgebung. Und das war jetzt so das Video zum ersten Tag. Auch wenn ich ein bisschen zerknittert vielleicht ausschaue. Ist auch eine kleine Herausforderung für mich jetzt, mich die nächsten Tage so vor der Kamera zu zeigen. Denn Dusche und Badezimmer wird es natürlich auch nicht geben. Und ja, vielleicht kann ich euch ja inspirieren, auch mal Ähnliches zu machen, ähnliche Naturerfahrungen zu machen und mal fernab von Handy, Co., Computer und so weiter zu sein. Und ja, in diesem Sinne würde ich dann sagen, bis zum nächsten Video. Danke für dein Dabeisein, habt noch einen wunderbaren Tag und jetzt kommen noch ein paar Impressionen hier von der Umgebung oder von dem heutigen Tag. Und dann würde ich sagen, bis zum Morgen, bis zum nächsten Video. Tschüss, macht's gut, ich schicke euch eine herzliche Umarmung. Eure Irmgard, ciao, ciao.